Hallo Leute und damit zurück zu The Forest. Schön, dass ihr wieder reinholt. Wir sind noch in der Höhlentour. Wir haben beim letzten Mal die Keycard geholt und den Videorekorder. Und ich versuche mich zu erinnern, wo es hier nochmal genau lang geht. Ah, ich glaube, ich weiß es. Hier haben wir auf jeden Fall eine Tauchstelle. Die werden wir natürlich auch erstmal benutzen, aber erstmal den Cash einsammeln. Hier sind noch die kleinen Touristen. Aus meinem Flieger. Und die eine hat doch immer so ein Ge- oder er, I love travel. So richtig schieß, ey. Oh, geiles Schnurrt. Oh Gott. Halt, oh, ziemlich ironisch, die Nummer. Okay, ich erwarte jetzt hier natürlich Gegners noch. Brauchen wir auch noch zusammen. Aber es sind hier noch Peebles. Sieht sehr leer aus hier. Okay. Ach, hier können wir auch tauchen. Ne, da können wir dann hoch. Okay, könnte man natürlich mal kurz mal lunzen. Sind wir ja eh gerade hier. Wir müssen dann natürlich nochmal zurück, um da nochmal zu tauchen. Aber ich bin mir auch sicher, dass es hier zum Ausgang geht. Irgendwie. Irgendwo. Lol. Babyalarm auf 12 Uhr. In die Kriebel. Das war doch ein richtig geiler Treffer eigentlich. Alter, was ist los, liebes Baby? Oh Gott, voll daneben gezielt, Leute. Ganz schlimm daneben gezielt. Nimm mal bitte dein... Knallt in den Ohren. So, Pfeile hole ich mir. Ist okay. Ich da jetzt gerade auch in den Raum reingerannt bin. So, ich so mir nichts, dir nichts. Bin ich da cool hingelaufen. Ich glaube, das war noch ein längerer Abschnitt jetzt. Mit vielen Gegners. Kann es sein, irgendwo kommen hier gleich noch welche. Ich glaube, wenn ich da hochgehe, habe ich auch nochmal so eine Bande. Wir hören die jetzt gleich schon. Habe ich mich getäuscht? Was sind wir jetzt hier nochmal? Ah, das ist ja nett. Sehr geil. Erstmal schön Feuer anmachen. Nice Schwein. Hey, hier gibt es Flares. Begrüße ich. Und... ein kleines Speicherschelder für uns. Ja, geil. Neues Tierendeck, klar. Diesmal habe ich mich nie erschrocken, die doofe Fledermaus. Speicherschelder. Nee, hier geht's raus. Okay. Ja. Okay,
Okay, wir haben dann den Teil der Höhle wieder abgehakt. Wir lunzen mal kurz. Ah, hier sind wir jetzt. Alles klar. Da habe ich letztes Mal mein Ausflugsfoto geschossen. Dahin ist das Filmcamp. Dann gehen wir aber wieder zurück, weil ich nochmal tauchen will. Vogel, Zogel. Okay, dann können wir jetzt aber hier entspannt langlaufen, oder? Ja, ja. Jetzt wäre es fast nochmal so weit gewesen. Warte mal, hier sind doch noch Riegels. Ach, die kannst du nicht mehr essen. Nein, ganz ehrlich. So, einfach nur direkt wieder zurück jetzt. Und nochmal getaucht. Hä? Guckt euch das an? Wo kommt ihr her, Leute? Okay, die sind jetzt einfach wieder respawned hier. Und da waren die gerade einfach nie da. Wo waren die? Wo kam der jetzt her? Das Schwein. Ich könnte mir das Leben natürlich auch leicht machen. Nur der eine gewesen. Keine Ahnung, wo der sich versteckt hat. Ach so, das ist jetzt auch alles wieder da, weil ich die Höhle verlassen habe, ne? Okay, ist recht. Auch aber das Geld, das würde ich gerade gar nicht mehr. Außer es wäre Echtzeitkohle, die ich wie Bitcoins im realen Leben sammeln könnte. Hier sind wir jetzt. Alles klar. Ich weiß, wo wir sind. Da haben wir jetzt nochmal einen schönen Fight, Leute. Schon mal so. Ja, nix. Und der eine pennt. Schade, der hat gerade gepennt. Ellie ist nämlich, wenn die immer pennen. Okay, die sind irgendwie schnell dauern. Aber hier müsste eigentlich noch eine Virgi sein, liebe Leute. Und wenn ich das so mache, oder jetzt das weiß, kann ich natürlich mal meine... Hören Sie schon? Wo sind die? Da hinten? Vor mir aber erstmal hier. Ich frech. Leergans. Leergans vor allen Dingen. Eigentlich nennt man die nur Flares. Weil das ist ja die Gun. Oh Gott. Fuck. Heiler. Das ist ja geil. Auch selten. Leute. Wo ist denn der? Da sind sie. Seht ihr die Pen da hinten? Luchi, würdest du mir mal bitte nicht das... Oh, scheiße. Der eine hat jetzt überlebt. Nee, Luchi kommt jetzt. Du tust mir nur leider die Sichten... Bitte versperren, junge Dame.
will nämlich gerne erstmal den da hinten erledigen. So. Und jetzt hätte ich für Sie eine Schlosspistole im Angebot. Geht's wieder los. Mal ein bisschen in Höhlen tun. Vielleicht können wir die ja auch mal ins Feuer locken. Weil die das jetzt nicht gejuckt. Das ist, glaube ich, aus der Weise, ne? Geil, wie das knallt, Leute. Guck mal hier. Immer das Feuer. Willst du nicht durchs Feuer gehen? Kommst du? Ja. Was bist denn du? Ist schon down? Die ist schon down. Guck dir das an. Ja, einmal mal nur geil. Diese Pistole. Geil. Lieber Hauptcharakter, würdest du mal das Gerät ausziehen? Danke dir. Okay, das hat sich ja richtig gelohnt, Hammer. Hier noch? Medizino? Medizino. Hier war jetzt schon eine Menge los, ne? Und ich weiß nicht, die zwei Jungs, die dann plötzlich da geschlafen haben wieder. Ich bilde mir ein, die habe ich doch eigentlich vorher schon getroffen. Und es sah so aus, als sind die wieder zu Leben erweckt worden. Wie auch immer das passiert ist. Geld für mich, ja. Fies, ey. Das ist so richtig fies. Mehr gibt's hier eigentlich nicht zu holen, Leute. Geld her. Hier. Menschliche Pinata wieder. Ich glaube hier unten. Ah, da hinten ist die Babyshow wieder, Leute. Jetzt ist ein geiler Flairgun jetzt, oder? Oh, da war sogar noch einer drinne. Hallo. Geil, die erwischt hast. Ist die Taschenlampe jetzt eigentlich leer? Oh, Alter. Ja, ein bisschen Saft hat sie noch. Geht halt leider immer viel zu schnell runter. Okay, das war ja eine richtig krasse Brandshow hier. Geht bei euch hier in dem Kapuff? Ja. Okay, da geht's jetzt ohne lang. Ja. Und hier bin ich mir auf jeden Fall auch sicher. Hier ist ein Ausgang. Der geht direkt bei dem See auch raus. Bei dem See, wo auch das Filmcamp ist. Und hier haben wir dann noch eine Videokassette. Sehr geil. Hören wir uns auch kleiner an. Ich auch viel zu selten. Der speichert natürlich jetzt hier auch immer die ganzen geilen Fotos und Notizen und so. Das ist auch so ein geiles Foto. Ja, das bin ich mit meinem Sohn. Ja, das hier wollte ich mal. Dark haired person who is trying to harm you will soon appear from your life and you will be appear. Your lucky numbers. Hier? Okay. Eigentlich fast wieder wie bei Lost jetzt gerade, ne? Letztens mit Chris, der hat mir da geschrieben, dass den das Spiel auch so ein bisschen an Lost erinnert. 0, 8, 15, 16, 42.
Die letzte Zahl habe ich wieder vergessen. 0, 8, 15, 16, 45. Irgendwann konnte ich die mal auswendig. Die Zahlen. Kling Order. Noch mehr? Nee. Church. Ja. Hier. Alles klar, das haben wir jetzt. Also wie gesagt, hier würdet ihr jetzt rauskommen. Das weiß ich auf jeden Fall. Deswegen würde ich jetzt doch mal den anderen Weg gehen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und einfach nur noch mal lunzen, wo es noch mal genau hier hingeht. So, und die Videokassette wollen wir uns angucken, oder? Auf jeden Fall. Ihr Feinkontakt? Nö. Dann würde ich sagen... Kassette, die mit Mittagessen mit Megan beschrieben ist. Okay, wir kombinieren. Ausrüsten. Da ist er. Okay, wir gucken es nochmal an. Da sehen wir nämlich schon was ganz Entscheidendes. Ein Bereich, der sehr... definitiv nie nach der Insel aussieht, auf der wir uns gerade befinden. Denn wir sind ja hier im Wäldchen unterwegs und wo es, also wir haben ja jetzt offiziell kein Haus gesehen, wo wie so eine Cafeteria sein könnte. Und das ist ja schon eigenartig. Und vor allen Dingen ist es deswegen eigenartig, weil wir ja auch gesehen haben bei der letzten Kassette, dass Megan anscheinend hier auf dieser Insel geflogen worden ist. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo soll dieses Gebäude sein? Das ist die Frage, die wir jetzt haben, definitiv. Und wir werden es herausfinden. Ich haue jetzt hier so wie gewohnt schön die Dynamitstange rein. Gott sei Dank habe ich da immer schön aufgefüllt. Okay, du hast Durst. Durst. Okay. Lass mal an, bitte. Okay, ist übel düster. Jetzt raus. Oder anders gesagt, wir wechseln den Höhlenabschnitt. Lauschen? Schalt. Das ist natürlich unsere Beppo. So, Beppo, ich sag schon wieder, Beppo, es ist vom Voucher geklaut. Ich meine natürlich den Klumpf. Ich kann es einfach nicht. Beppo ist so knackig und so angenehm. Auch einen geilen Remix draus machen. Alter, das ist schon gruselig. Was ist denn der Kriebel? Der kann raus. Achso, ja geil. Ey, ich schieße ja nur vorbei. Okay, der kommt. Ja, dann müssen wir mal umdrehen. Oh, gut. Jo, moin. Achso, ich schleiche auch, Leute. Ich bin ja auch so doof. Hier ist mir ein bisschen zu... Alter, ich würde gerne mal 2 Minuten weg von dir, wenn es geht. Alter, der macht jetzt nur noch sein Kabel. Alter, hörst du mal auf zu schleichen, bitte? Ich bin jetzt übel umgewämst hier. Oh, so schnell. Okay, ich nehme wieder meine Schlosspistole, Leute. Das war absolut klar.
Oh, mich ausgetrickst. Hey, das Ding ist, ich kann halt direkt, weil er mich hier voll... Oh, er lässt mich nicht mal los. Leute, ich kann halt nicht weg, weil er mich immer umbumst. Scheiße. Das habe ich auch noch nie erlebt. Okay, ich muss mal ganz kurz weg hier. Scheißendreck. Oh. Scheiße. Das habe ich auch noch nie erlebt. Der macht mich ja richtig kalt hier, Leute. Jetzt glitscht er. Aha. Weine Sau. Schön gemütlich nachladen. Der lässt mich gar nicht. Und der Bauchklatscher immer noch am Ende. Da eben nur Sahne. Okay. Und ich glaube, ich habe von Weiden. Das war jetzt geil. Ich bin gar nicht zum Wegrennen gekommen. Weil immer, wenn ich aufgestanden bin, hat er wieder seinen Stampfer gemacht. Und dann hat es mich immer umgeschmissen, Leute. Mir ist übrigens rote Farbe. Und? Don't be afraid. Believe. Ja, das finde ich mir als Slogan an meine Kirche. Da hinten einer, guckt euch das an. Da hinten ein Schild. Ist aber schon oft. Bist du alleine hier? Nee, der ist halt überhaupt nicht zum Zuge gekommen. Der Kollege. Okay, was haben wir denn jetzt hier Feines? Wir können noch mal Flair ganz drin sein. Ja, stimmt. Das ist nämlich die geile... geile Flairgun-Höhle, wo man so Flairgun, Flair ist natürlich, Flair-Höhle. Flair ist ein Rapper. Man kennt ihn. Hier kann man auf jeden Fall ein bisschen ein paar Vorräte rausholen. Dynamite. Denn die Kisten, die spawnen ja immer nach in den Höhlen. Er hat schon ziemlich nice Schwein. Her. Cool mit diesem kleinen Schwimmring, Rettungsring. Das Bootchen in der Mitte, sehr zentral. Und natürlich wieder ganz viele Beinis. Alter Spiele, das war jetzt echt ein krasser Kampf. Wenn ich das mal so sagen darf. Habe ich noch nie erlebt, also bisher habe ich es halt immer irgendwie geschafft, von dem wieder wegzukommen. Aber der hat mich jetzt so in die Mangel genommen. Hängt übrigens einer. Stimmt, und wir müssten jetzt eigentlich bei der Wasserfallhöhle sein. Hier sind natürlich wieder kleine Zeltchen. Geil. Sammelt das alles ein. Da ist noch ein... Ja. Ja. Das ist interessant. Dieses Gebäude oder die Struktur solltet ihr euch abspeichern. Denn wo ist das? Ist wieder die Frage, wie mit der Cafeteria. Wo soll das sein auf dieser Insel? Werden wir das noch finden? Ich sage ja. Die Buhliste wurde aktualisiert. Ich gehe mal davon aus. Oh, ich bin übrigens krank. Super. Jetzt wieder alles okay. Guck mal, meine Stärke und Athletik ist rasant nach oben gestiegen jetzt. In den letzten Folgen. Der Wasserfall ist halt wieder so super laut, Leute. Ich wollte genau. Er hat jetzt wieder so ein paar Höhlen abgehakt. Und unter anderem jetzt natürlich auch die Wasserfallhöhle, weil da bin ich mir relativ sicher,
dass das Bier ist, denn wir hören ja auch ganz laut. Wird jetzt auch nicht besser, Leute. Geil, wie es da unten noch brennt. Hammer. Und das ist, glaube ich, eine mit der längsten Seile, die man hier hochklettern kann. Wird einen Moment dauern. Gott sei Dank ist es nie so, dass wenn wir keine Ausdauer mehr haben, der dann einfach keine Kraft mehr hat, das Seil hochzuklettern, im Umkehrschluss einfach hier runterfliegen würde. Das wäre ja richtig fies. Hätte man eigentlich machen können. Ich kann jetzt halt hier auch einfach am Seil hängen bleiben. Ausdauer wieder hochballern. Und dann weitermachen. Ich glaube, genau, wir müssen nämlich noch eins hoch. Dann würde ich mich jetzt aber ein bisschen pocheln. Ich muss ein bisschen lauter reden jetzt, ne? Was geht? Und komplett Stille plötzlich. Und da sind wir, Leute. Da könnt ihr euch vielleicht wohl noch dran erinnern. Da war ich ja auch vor kurzem und meinte noch, dass wir irgendwann mal hier reingehen werden. Sind nie reingegangen, wir sind jetzt hier rausgekommen. Liebe Leute. Und ich schlage vor, ich beende, guck mal, jetzt ist auch gerade, die Sonne geht gerade richtig unter. Oder der Mond eher gesagt. Oder ist, genau, es wird hell jetzt, ne? Geil. Sehr schön, also eigentlich perfekt abgetimt, wenn man es mal so sieht. Da ist wieder unser Schneeberg. Herrlich, Leute. Wir haben das, was ich wollte, haben wir jetzt hier rausgeholt, haben noch so ein bisschen die Tour verlängert. Jetzt bin ich natürlich oberhalb der Karte. Aber ihr seht, ich habe eigentlich so gut wie alle Höhleneingänge, zumindest auch oberhalb der Karte, entdeckt. Außer so ein bisschen nordöstlich. Das sieht fast so aus, als habe ich da noch nichts entdeckt oder bin auch noch gar nicht bis am Ende der Karte gewesen. Mir hat es richtig Bock gemacht, Leute. Ich freue mich auf die nächste Runde. Da wird man zu Hause weiterbauen. Und dann gucke ich mal, wie gesagt, das Thema mit dem Turm und dem Kleider steht ja noch an. Definitiv als großes Bauprojekt. Ich freue mich drauf. Macht's gut, Leute. Tschüss.